Und willkommen zurück bei Rust. Vor mir da der sexy blaue Magnum. Jo, moin. Ja, wir suchen immer noch raidbare Hütten, Fässer und alles andere, was wir so finden. Ja, mit den raidbaren Hütten könnte sich hier als schwer gestalten. Mal gucken, was da oben auf dem Berg los ist. Boah, ich habe mir gerade so einen, wie heißt das Ding hier? Aber da muss ich mal gerade gucken. Medical. Oh, das kann ich nur falsch aussprechen. Ja, so eine Medical-Stange reingezogen. Ey, die macht aber richtig Leben wieder gut. Ja, ne? Das suggeriert das Wort Medical. Richtig. So, ich sehe dich da ganz hinten noch. Ich folge dir, bin aber ein paar Meter zurück. Ach so, ich dachte, du wärst immer noch... Nein. Nee, du warst ja im Inventar. Ja, klar. Ich dachte, du bist direkt hinter mir. Ja, ich wollte hier zu diesen Bauten. Ne, so links da am Schnee, da ist so ein etwas merkwürdig aussehender, weiß ich auch nicht, was da sein soll. Turm. Krummbrett. So, hier ist wieder ein Buggy Hirsch. Wobei jetzt, ja. Ne, ihr seht, ja. Wow, Alter! Ja, das ist auch so ein Vieh. Der wollte mich auch aufs Horn nehmen hier oder aufs Korn, whatever. Zieh dir das Vieh mal rein, der geht voll ab. Rennt der für dich normal oder springt der auch? Ne, der ist gerade auch so durch mich durch, aber hat mir nichts getan. Ja, der hat einen leichten Defekt. So. Definitiv. Da hinten jetzt scheint ein Raubtier. Ist er defekt. Da hinten ist noch ein Raubtier, ein Wolf, denke ich. So, das Ding will ich mir hier angucken. Boah. Was soll das sein? Boah. Alter. Leider ein Sprungbrett in den Tod oder so. Ja, boah, ja. Das funktioniert hier auch ganz gut, weil man driftet hier echt rapide runter. Scheiße. Komm jetzt doch jetzt. Nee. Nee. Ich komme hier gar nicht mehr hoch. Klasse. Ja, warte mal. Ich hüpfe mich hier mal den Berg hinauf, wenn ich es denn schaffe. Ja, ich probiere es auch gerade im Zickzack. Aber ich glaube, auf Höhe des Turms bin ich schon wieder. Dann ja, alles klar. Ach, ich kann dir noch was Lustiges erzählen. Fällt mir gerade so ein, weil ich hier auch eine Vollmetalwand sehe. Der Schlafsackplatz in unserem letzten Haus, auf dem anderen Server, den hat jemand nicht zerstört, unsere Schlafsäcke, sondern der hat die stärkste Stufe Metall da drin gemacht, die du hier auch um die Tür siehst. Das heißt, wärst du gespawnt in deinem Schlafsack, hättest du in dieser Kiste festgesessen. Ja, schönen Dank auch an unseren Mitspieler. So, warte mal, ich grille hier doch erstmal. Seine dicke Tür hat ihm ja nicht viel gebracht, ne? Ne. Oder seine dicke Wand da. So. Ja, bei Rust sind die Leute sehr einfallsreich, was das Raiden angeht. Hast du denn noch Holz in der Tasche? Ja, habe ich. Kannst du mal ein bisschen was da ins Feuer schmeißen? Ja, aber selbstverständlich. Brauchen wir Kohle, weil hier oben stehen diverse... Oh, Alter. Ich habe tatsächlich Metall hier in den Furnaces gefunden. Ja, schön. Also kein fertiges, aber ich nehme die Kohle auch mal mit. Ich glaube, irgendwie für Gunpowder oder so braucht man die. Ja, nimm alles mit. Ne, also so, ich habe mich erstmal autorisiert, ich darf jetzt auch bauen. Ja. Ach, hier ist noch ein Pullover drin. Alter. Ja, ich habe hier gerade 9000 Rohmetall insgesamt schon gemacht. Ja, ist doch schön. Nehmen wir doch auch. Ja, klar. Ja, es wird noch mehr. Hier ist ja noch mehr drin. Alter Schwede. Ja, Leute, so kann es gehen. Ne? Auch offene Hütten haben mal was zu bieten. Ja, 14.971 Rohmetall. Ich dachte dabei, hättest du in die Furnace da hinten schon reingeguckt. Ich hatte noch nicht reingeguckt, nein. Achso, okay. Die Kisten hat sie dir angeguckt? Ja, da sind ja nur extra. Ist aber nur Schrott drin. So, zack. Ich hab dir schon mal ein Stück Fleisch neben das Feuer geschmissen, weil das nicht verbrennt. Ah. Ja. Ah, ich mache hier wieder das Feuer an und aus, dabei will ich doch nur das Fleisch essen. Fleisch. So, hier ist ja noch ein Feuer. War da noch was drin? Nee, ne? Nee, war nichts drin. Boah, in das Hintere habe ich reingeguckt. Ja, ist das hier in der Mitte? Soll das der sogenannte... Nee, guck mal, hier ist eine Tür. Ist ja, und da, das ist quasi ein Raum und dahinter ist nochmal eine Tür, eine dickere. Achso, also der Panic Room, ja. Ja, das ist die Frage. Ich höre Schritte im Schnee. Ach, du bist auf Schnee, alles klar, okay. Wurde gerade schon wieder nervös hier. Ja, guck, da, das wird der Teleportpunkt sein da drüben. Wahrscheinlich, richtig. Ja, jetzt bin ich schon bei 70, also jetzt müssen wir hier nicht länger abwarten, bis Fleisch. Aber warte. Genau, wegen Dings wolltest du kochen oder was? Wegen deiner. Ja, ich wollte mich nur kurz einmal. Nehmen auf von dem Boden und freuen sich. Bam! Musst du in der Hand nehmen und richtig usen und
Wie gesagt, knallt ganz gut. Nee, ich hab's mir über Eat reingehauen. Das geht auch? Nee, muss richtig in der Hand nehmen, der spritzt sich das richtig in den Arm. Ach, er hat's weggeworfen. Alles klar. Ja, dachte gerade schon. Zack, da ist es. Und ab die Düse. Ja, steht so richtig in deiner Hand. Und steil geht das, 100%. Ja, geile Nummer. Okay. Anpass, ne? Ja, links, rechts, geradeaus, da hinten ist ein Fass. Ganz weit am Horizont. Ich kann die Dinger übrigens herstellen, dafür brauchen wir 15 mal Stoff, 10 Metal Fragments und 10 Low-Grade-Tool. Also das, die Dinger können wir uns herstellen in Masse. Ja, sollten wir machen, weil die hauen ja sollten wirklich rein. Die haben ja gerade. Besser als immer essen. 40, ja genau, echt, wir sparen uns das Essen, das blöde Kochen und hauen uns lieber hier Chemie rein. Hat mir, glaube ich, 40% gebracht, das Ding. So, wo ist denn jetzt das Fass? Sollte ich mich verguckt haben und das war so ein Baumzipfel? Scheint so. Scheibenkleister. Da unten ist aber noch ein größeres Gebilde. Wollen wir uns das reinziehen? Na klar. Hier links ist auch noch ziemlich was. Löchrig aus. Ja, stimmt. Aber dahinter ist noch ein etwas. Oh, da sind mehrere, gleich drei. Ja, genau, das ist diese ganze Ecke, durch die ich durch muss. Ich bin irgendwo da durch die Berge gekommen, die du jetzt siehst, und bin dann um diesen See rum und hab mich ja zwischen den ganzen Häusern hergeschlichen. Mhm. Ja, die Holzbaute, die größere, ist vielleicht uninteressant. Links davon. Ach, rechts davon ist auch noch was, ja. Links unten ist sonst noch was aus Stein, sieht mir aber tatsächlich auch schon geradet aus. Ich denke, hier wird es auch so die ein oder anderen Tricks beim Raiden geben. Ganz links da bewegt sich nur ein fetter Bär, aber wir haben ja jetzt gesagt, wir essen nicht mehr. Richtig, wir sind jetzt voll auf Droge. Genau. Das würde einiges bei uns erklären, das muss man natürlich dazu sagen. Ich meine, du hast die Ausrede blau, aber ich habe keine. Wo ist denn jetzt der Bär hin? Nicht, dass der mich hier gleich von der Seite attackiert. Ne, das Ding scheint echt noch dicht zu sein, wobei ich glaube, man auch kann... Auf den ersten Blick ganz nett gebaut, ne, da mit dem Balkon und so. Ja. Aber der ist unclever gebaut, ja, ich bin schon drin quasi. Weil, ja, da ist auch die Tür schon auf. Ja, die Tür ist auch schon auf, richtig. Erster. Zack. Guck mal, hier laufen die Furnets jetzt noch, hier pennt einer. Das ist meiner. Wieder pennt einer. Hier pennt einer. Was? Du bist nur. Ach da. Und du kannst ihn nicht killen, oder was? Ja. Doch, klar. 374 Metall, fertig. 24.000 Rohmetall. Ja, lohnt sich doch der Ausflug. Wie viel Metall war fertig? 370. Na gut, ist ein Anfang. Los, geh klein, du Sack. Verwisch ich ihn wieder. So. Ach, man kann die Kisten abschließen. Was? Wusstest du das? Ah, und ich habe mich gerade schon erschrocken, wo das jetzt herkommt. Nee, wusste ich nicht, aber ist gut zu wissen. Geil. Zack, und eine neue Jacke habe ich auch gleich. Läuft doch. Stoff. Hält mir voll seinen Arsch hier in die Kamera. Ja. Aber in deine. So, das hat sich gelohnt. Guck mal oben in die Feuerstellen. Da liegt bestimmt auch noch was drin. Ich check mal gerade unten die Lage. Hier mal alles jetzt durch. Ja, das meiste wertvolle habe ich schon mitgenommen. Das ganze Sulfur und so und Metall. Ich habe ohne Ende Metall gar rausgeholt aus den Furnans, ne? Also ich habe jetzt 40.000 Rohmetall in der Tasche. Ich habe 900 Sulfur fertig. Hm? Ich habe 21.000 Sulfur roh. Wieso habe ich ein Feuer dabei? Ja, und 374 Metalle. Weil ich das vorhin abgeschmissen habe, als ich den ganzen Kram für dich abgeschmissen habe. Weil du dir noch Essen kochen wolltest, habe ich hier die Feuerstelle abgeschmissen. Ach, das hast du da auch mit hingeschmissen. Okay, das habe ich gleich mitgekriegt. Guck mal, offen. Nee. No und? Jacket. Irgendein Kram, mal gucken. Wie hast du das aufgekloppt mit der Steinaxt? Mit der Metallaxt, aber ja, mit der Axt halt quasi. Ja, die habe ich noch nicht, die Metallaxt. Könnte ich mir gleich bauen, habe ja jetzt so viel Metall. Aber ich nutze das lieber für Wände und Türen gleich bei uns. Ja, so. Definitiv. Wobei ich so langsam das Gefühl habe, wird uns auch nicht retten. Aber die Hütten, die wir gesehen haben, wurden alle relativ realistisch geradet. Das ist ja wenigstens noch was, damit ich leben kann. Ja. Und wenn wir nur unseren Panic hinzukriegen, die beiden, ne? Oder nur einen, dass man sich da reinlegen kann. Boah, volles Ding. Erstmal einfach nur E drücken. Einfach alles aufschnappen. Abschmeißen können wir es immer noch. So, jetzt mal einmal einen Blick durch die Tasche. Ich habe eine Pistole, ich habe eine Thompson. Das ist geil. Ja, ich habe Munition. Sonst ja. War wohl... Ich weiß nicht, ich kann gar nicht so viel aufgenommen haben. Ich habe Fleisch. Was das denn abgefahren ist? Blow stuff up in a time fashion. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, ich habe tonnenweise Stoff, den komprimiere ich mal.
habe eine Dose. Weiß jetzt mal gerade erstmal alles unnötiger Baupläne und so. Also da, wo ich jetzt stehe, brauchst du nicht loten. Das würde dir ja nicht gefallen, was du da findest. Okay. Das würde mir nicht gefallen, was ich da finde. Ja, ich bin auch hier schwer am Komprimieren. Ja, ich habe jede Menge Munition gefunden. Pistolenmunition, oder? Pistol Bullets. Pistol Bullets. Alles Pistol Bullets. Und hier Shoddy Ammo with Multiple Projectiles. Also Projektile. Sieht mir aus wie eine Schrotpatrone. Achso, übrigens. Nee, die heißt was mit Buckshot. Okay, ich habe inzwischen 1800 fertige Metalle. Das klingt gut, da kriegen wir die Safe Rooms fast mit. Schwierig. Ja, warte, ich mach mal eine Fackel an. Ich würde mit dir tauschen, die Thompson gegen Revolver-Munition. Zack, liegt da. Oh, 64 Schuss ist ja schon nicht schlecht. So, hier ist die Thompson. Drop ist auch noch komplett heile. Geht da auch Dings-Munition rein? Ich denke mal, dass das die Munition ist, die du hast. Das probieren wir jetzt gleich aus. Sonst gebe ich dir wieder ein bisschen Revolver-Munition. Nee, ich habe 50 noch. Nimm das wieder auf. Ich habe noch 50 Schuss. Das war ein Schloss, was ich abgeschmissen habe. Das war nicht. Ja, gucken wir uns das nächste Haus noch an. Würde ich sagen, nur jetzt in der Dunkelheit ist natürlich, wenn wir mit Fackeln rumlaufen, weißt du, es ist ratzfatz am Po. Vielleicht sollten wir hier einen visuellen Break machen und bei Tageslicht weiter stürmen. Oder wir gehen in unser Häuschen und machen unsere Safe Rooms fertig. Damit wir die Sachen, die wir jetzt alle gefunden haben, nicht heute Nacht wieder verlieren. Okay. Weil wir können ja porten, ne? Ja. War das? TP Home zusammen, glaube ich, und dann den Namen deines Portpunktes. Glaube ich. Nee, bei mir steht Unknown Command. Was, nur Home? Ich kann jetzt nicht sehen, irgendwie ist meine Schrift verbuggt. Ich habe nichts im Schriftfeld. Oder war es einfach nur Schrägstrich? Ja, Home. Home und Name. Ich bin in 15 Sekunden weg. Also noch kann ich dir Rückendeckung geben, jetzt ist Licht aus. Ja. Wir hätten uns hier einen Teleportpunkt machen sollen, dann hätten wir das nächste Haus auch direkt noch looten können. Stimmt. Bin gespannt, wenn ich jetzt nicht porten kann, dann porte ich zu dir. Ja, ich bin inzwischen zu Hause. Ich warte mal noch einen Augenblick. Ah ja, gut, ich komme auch. Ja, dann hat das ja geklappt. Wunderbar. Ja, das war doch eigentlich ein ganz cooler Raubzug, ne? Zwar nur ein Toter, aber... Alter, stehst du in unserer Wohnung? In unserer Wohnung, ja. Klar. Boah, hab ich mich erschrocken. Hier stand ein Typ mit Knarre, ey. Ja, ich port quasi hier, wo die Kisten stehen, port ich. Ah, okay. Ja, Licht. Gut, wir haben jetzt auch schon, warte mal gucken, 156 in der ersten. Wir sollten auf jeden Fall unsere Safe Rooms soweit zumachen, dass uns da keiner drinne oder nicht so einfach drinne schnappen kann. Dass wir die vier Wände, Boden und Decke müssen wir zumachen. Ja. Wir haben also zusätzlich nochmal 449 mal Metal Fragments hier schon selbst hergestellt. So, warte mal. Warum kann ich denn jetzt hier nicht... Weil du einen Hammer brauchst dafür. Habe ich. Aber ich will hier Metal and Stone. Das habe ich auch noch nicht hingekriegt. Ich weiß nicht, ob man dafür mehr Metall braucht oder was man machen muss. Das kann ich dir auch noch nicht verraten. Wahrscheinlich, ja, du musst Stein auch in der Tasche haben. Das ist ja logisch. Habe ich nicht. Doch, geht. Metal and Stone, genau. Aber wie viel Metall geht dabei drauf? Gut, müsste man mal austesten. Weil das ist natürlich die stärkste Variante. Da. Ja. So, warte mal. Ja, Du Scheiße, ich habe 156.000 Stein. Möchtest du was? Ich habe auch 160.000. Okay. Mach hier. Hier, ich gebe dir mal was, dann kannst du mal arbeiten. Während ich hier meine Wand verstärke. Achso, Sulfur, damit macht man Munition, glaube ich. Ne? Unter anderem. Die Betonung ist wieder auf seine Wand, die er erst verstärken möchte. Ne? Hier sind wir wieder bei dem Thema. So. Boah, ist das scheiß Viehmetall, ey. Ja, wir müssen gleich erstmal ein paar Bäume fällen, weil sonst wittert hier nichts. Das ist ja der Hammer. Das ist echt der Hammer. Ja, eine Lottour, das lohnt sich, wie ihr seht. Ja, also das war jetzt ja wirklich eine glückliche Lottour. So, die Decke kann ich leider nicht mehr machen. So, hier bevor. Wie viel Metall hast du denn jetzt verballert? Alles. Boah, da guckst du nicht mal einmal, ob du wie viel du dabei wegbringst und ich soll hier in dem. Achso, die hast du auch schon zugebaut. Okay, jetzt habe ich nichts gesagt. Alter, du hast sogar schon zu einem Fußboden, ich noch nicht. Aber ich habe ja noch 400 in der Tasche. Ja, dann gib mal her, dann kann ich vielleicht die Decke noch bauen. Wie viel brauchst du denn pro Wand? Das steht doch an der Seite, wenn du das baust. Dann brauchst du dann 200, also quasi das Doppelte, oder? Wo steht denn das an der Seite?
Jetzt wird auch mal angegeben, was du verbrauchst. Über Ach, den jetzt 200. So, jetzt okay, hast du also schon mal so Decke viel. Und Fußboden. Dann mache ich erstmal nur die Decke bei mir. Wa? Die, so. Ja, jetzt brauche ich noch einen Fußboden, dann sind die Panic Rooms fertig. Bis auf, dass wir beide noch eine Holztür haben, was sehr ungünstig ist. Richtig, das ist noch ungünstig, aber wir können ja noch ein bisschen warten hier. Also ich habe noch 60 Metall in der Tasche. Ja, wir haben jetzt schon wieder, weiß ich nicht, 30 oder so hier in den Dingern gleich fertig. Wir müssen aber auf jeden Fall jetzt gleich mal Holz holen, das hilft nichts. Ich hab noch Holz. Hast du noch Holz? Ja, dann knall die Dinger mal noch mit Holz davor. Achso, habe ich dir da gerade hingeschmissen, warte mal. Ich glaube, ich habe nämlich hier auch nochmal 10.000 Holz drin. Ah, jetzt kriege ich die Tür wieder nicht auf. Wir haben richtig fette Panic Rooms. Ich meine, die Türen müssen wir mindestens auf Normalmetall bringen. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Oh, ich habe hier auch nochmal 28 Metall, hatte ich hier. Was okay, brauche aber ich das, denn? Das Holz reicht natürlich nicht lange. Ja, da rede ich auch. Zack, sind nochmal 7.000. Ja, wir können ja auch nochmal Holz holen gehen jetzt. Das ist ja kein Thema. Sollten wir jetzt gleich, richtig. Wobei ich fast sagen würde, ich würde da gerne nochmal in die Region und gucken, ob da noch mehr so geiles Zeug liegt. Guck mal, was ich gefunden habe. Kannst mir ja mal verraten, was das ist. Ich kann es nicht zuordnen, habe ich hier hingeschmissen. Ja. Exchange. Achso, Oh, nett. Ich weiß, dass man jetzt inzwischen eine Art Dynamit herstellen kann. Das wird was damit zu tun haben. Blown Stuff Up in Time. Dynamit habe ich ja eben gelernt, das Rezept. Ja, das scheint ja, also Blowing Stuff Up in a Time and Fashion. Ich würde sagen, das ist eine Zeitbombe. Die machst du an eine Tür, stellst ein. Das gab es auch früher bei Rust, um die Hütten zu raiden. Ja, sowas hatte ich mir auch gedacht, dass es das ja. ist, genau. So, warte mal, Sulfur packe ich da auch rein, jetzt mal gerade gucken. Ja, wir müssen ein Schloss an die Dinger noch bauen. Ja, cool, dass das jetzt geht, dafür braucht man ja auch eigentlich nur 50 Metall. Das Rezept, hattest du das jetzt schon? Für die Zahlenschlösser? Nein. Ja, Alter, sag an, sollen wir da gerade nochmal hinrennen und gucken, ob in einer anderen Bude auch noch Metall zu finden ist? Jetzt baue ich erstmal gerade Zahlenschlösser. Wie viel Metall hast du noch? Ups. Habe ich jetzt hier in die Kiste gelegt, in die rechte. 100. Okay. Ja, das reicht ja für zwei Zahlenschlösser, ist doch super. Boah, ich mache hier immer wieder Feuer an, aus. So. Ja, das, da tue ich mich auch schwer mit. Das ist so ein bisschen nervig. Ja, so kann man das sagen. So, warte mal, das ist die Fresskiste. Genau, davon esse ich gerade nochmal ein Stück Wolf. So, 7 Wölfe sind fertig gebraten. Was brauche ich noch dazu? Ach, guck mal, hier haben wir auch noch 10.000 Holz drin liegen. Ist ja krass. Ja, ich würde echt sagen, wir machen noch eine Lottour. Das sieht schon geil aus. Jetzt lass mich doch die Schlösser gerade bauen. Dann mache ich doch alles mit dir, mein Freund. Ja, deine Kiste ist ordentlich zu. Bei mir fehlt echt noch die Decke. Die kriegen wir auch noch in den Griff. Ach doch, nein, muss ich ja. Ja, ihr seht, Raiden lohnt sich. Nicht selber craften, geht Raiden. Ja, Freunde, an dieser Stelle mache ich einen kleinen Cut, damit ich hier das Zahlenschloss installieren und einstellen kann. Möchtest du auch sofort hier die Passwörter eingeben, bevor wir losrennen? Ja, ich cutte auch. Alles klar, wir cutten kurz. Bis gleich. So, Pause vorbei. Wir sind schon wieder auf dem Weg. Selbe Richtung wie eben. Wir wollen noch mehr Metall holen. Wenn es denn da welches gibt. Ja, das ist wieder die Spalte, in der ich vorhin schon mal hing. Ach ja, okay. Ich wollte da auch gerade rein, hab's mir dann doch anders überlegt. Ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt hier querfeld eingehen, müsste das so in etwa passen. Warte mal, ich muss mal gerade meine Bewaffnung hier in die Leiste legen. So. Gut, wo bist du? Genau hinter dir. Check. Wie stehst du gerade? Uh-uh. Jetzt flitzt du wieder. Ja, ja. Ja, ja, das ist der Server. Wie du schon sagst, ist der Server. Interessant ist hier auf dem Server, klar, man kann die Häuser raiden, indem man genug von diesem Sprengstoff baut. Das werden wir auch noch machen. Bei Gelegenheit. Wir können natürlich erst nur den Sprengstoff, wir können noch nicht diese Pakete draus bauen. Das heißt, es fehlen noch Rezepte. Ja, aber genau, ich kann so eine Masse bauen. Ganz gut hier auf dem Server vorangekommen bisher. Ich kann so eine C4-artige Masse bauen, genau. Ja, ich auch. Ja, aber ich denke mal daraus, ja gut, das Rezept brauchen wir und dann mit Stoff in Kombination mit dem Zeug. Allerdings, das wird mit Sulfur in Verbindung stehen, wahrscheinlich ein bisschen Kohle, was da noch zugehört. Ja, Sulfur und Kohle brauchen wir für Schwarzpulver, richtig, das brauchen wir wiederum fürs Dynamit. Wir werden bestimmt ein Zahlenschloss oder irgendwas brauchen, was quasi die Guck mal da Uhr oben. Simuliert. Waren wir da eben? Ist das das Haus? Nee, ne? Das ist das Haus, in das wir nicht reingekommen sind, wo das Licht läuft. Nee, glaube ich nicht. Doch, aber ich habe deinen Sprengstoff noch in der Tasche. Nein, habe ich nicht mitgenommen, schade. Ist es das ist das Haus, an dem wir waren, wo die zwei Häuser stehen und der Berg dahinter, wo wir fünfmal rumlaufen. Ja, tatsächlich, hast recht. Ja, ja, ja. Ja, dann müssen wir. Stimmt, hier sind die komischen Häuser, müssen wir uns jetzt noch weiter links halten, glaube ich, ne? Geradeaus links so irgendwie. Es blinkt über uns. Hier kommt ein Flugzeug gerade genau über uns weg. Tatsächlich.
Ich habe mich gerade schon gewundert, was das ist. Ich dachte schon, ich werde attackiert. Nein, das ist das Flugzeug. Das soll ja, los, vielleicht komm, gerade jetzt. Ein bisschen in die Richtung. Vielleicht kriegen wir eine jetzt, Kiste. Jetzt. Da oben steht doch sogar eine Kiste. Da liegt eine große Kiste, genau, wollte ich gerade sagen. Sieht doch so aus, als ob das schon ein Airdrop wäre. Das da hinten auf dem Berg? Nee, doch nicht. Das war keiner. Hier ist eine Hütte, denke ich mal, ne? Bist du das mit dem Speer, ja? Ja, ja. Wo bist du denn jetzt hin? Ja, ich folge dir. Boah. Ja, es ist zumindest da über den Berg hinaus. Doch, da liegt was. Wer nee, hinter dir? Wer hinter dir? Wow. Ich wollte gerade sagen, kommt schon wieder hier so ein Airdrop-Ding? Boah, der hat gesessen. Aber den nehmen wir nicht mit, weil hier ist kein Bock zu. Nee, das ist auch eine Foundation. Ja, die Viecher kommen urplötzlich, ne? Ja, nee, der lief da schon, den hast du wirklich nur übersehen. Ja, ich bin quasi drüber weggesprungen. Ich bin hier ja, über genau. Das Fenster. Dann, die blöde Schräge. Nee. Also wenn du da hochkommst, dann mache ich was verkehrt. Ich kam nicht nein, hoch. Nein, ich komme auch nicht hoch. So, ja, hier diagonal geht es so halbwegs. Ja, auf diesem Server, wie gesagt, ich sehe im Moment keine Schrift, aber auf diesem Server wird angesagt, wo der Airdrop runterkommt, per Lock. Das heißt, du solltest, wenn wir uns dem Airdrop wirklich nähern wollen, auf jeden Fall die Bewaffnung wechseln. Hier schon wieder ein Bär. Zack. Ja, wir sind ein bisschen verschwenderisch, ne, das gute Fleisch, aber ihr habt ja gesehen, unsere Kisten sind dran voll, da geht nichts mehr. Ja, gerade um dein Thema aufzufassen, wolltest du tatsächlich, also ich habe die Schrift an, aber ich habe nicht drauf geachtet, wo er abgeschmissen hat. Nein, ich habe ja auch keine Lust, hier Loks nachzulaufen, aber es ist nur, wenn wir uns dem Ding nähern sollten, dann ist natürlich die Chance da, dass andere sich das da auch nähern und ja, aber wir müssen jetzt hier nach links, ne, hier noch links über die Schneegruppe, weil wir wollten uns ja unserem genau. Persönlichen eigenen Airdrop nähern. Genau, der Airdrop ist ja auch nicht zu sehen. Ich meine, ob wir so viel Glück haben, dass wir nochmal so eine geile Hütte finden, das ist jetzt halt schwierig zu sagen. Aber so können wir die Zeit verdödeln, bis unser eigenes Metall fertig ist. Haben wir eigentlich in der Wohnung den Herd ausgemacht und die Tür abgeschlossen? Nein, die Tür war, glaube ich, zu. Du fragst Sachen, Mensch. Ich weiß es nicht. Das mit dem C4, das ist echt interessant. Weil dann können wir wirklich raiden. Wenn wir davon en masse herstellen können. Ja, hier schwebt gerade rechts in meinem Bildschirm ein kleines Pixel und ich denke die ganze Zeit, what the fuck is it? Ah, du hattest es auch. Ich habe schon immer die Kamera bewegt, um zu sehen, dass ich nicht auf meinem Monitor. Ich war schon drauf, dran hinzupacken. Okay. Ich habe schon hingepackt. Ich dachte auch, was ist das denn? Pixelfehler im Monitor oder was? Und dann war es auf einmal weg, da war ich dann ja. Doch wieder beruhigt. Also der Server ist auf jeden Fall verbuggt und es beruhigt mich ja auch sehr, dass es auch bei Funnyboard auftaucht. Ich dachte echt gerade, was ist das? Okay, so, wir sind zurück am Ort ja, des Geschehens. Genau, da unten ist das schicke Haus mit dem tollen Balkon, in dem wir das ganze Zeug gefunden haben. Ja, pass auf, wir haben jetzt aber 20 Minuten voll. Bevor wir sterben oder was finden, würde ich sagen, kleiner Cut, um die Spannung auch aufrecht zu erhalten. Oh, bum, 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 genau. Ja, ob die Lotour gut geht oder nicht, ob wir hier schön auf die Fresse kriegen oder tatsächlich wieder Metall für Lulu an den Start bringen, seht ihr in der nächsten Folge. Leute, haut rein. Bis die Nächte. Ciao.